Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Valheim. Ich bin immer noch in der Ebene, bin jetzt hier ein bisschen rumgelaufen und habe hier vorne irgendwo nochmal so ein kleines Kabuff gefunden. Wie wir es in der vorherigen Folge auch schon gefunden haben, wo eine Kiste und zwei Goblins drinne waren. Und da habe ich einen Wettstein und Gerste gefunden. Die hat mir jetzt natürlich ein neues Rezept freigeschalten im Braustand-Dings-Gedöns. Na, da, wo wir den Met herstellen. Und ich bin jetzt eigentlich nur noch auf dem Weg direkt zum Portal, denn ich möchte gerne mal gucken, was wir da herstellen können. Und ja, vielleicht brauchen wir das ja und vielleicht können wir die Gerste auch anpflanzen. Das wäre dann nämlich richtig, richtig geil. Vielleicht für ein neues OP-Essen oder so. Aber dazu muss ich erst einmal zum Portal kommen. Deswegen laufe ich jetzt auch gerade die ganze Zeit außerhalb am Ufer lang. Das Einzige, was mir hier passieren kann, ist, dass vielleicht mal ein Moskito auftaucht. Und ja. Genau. Moltenberries sammle ich keine mehr. Ich habe mehr als genug. Ich habe 250, 259 Stück. Ich könnte noch sammeln, aber das reicht erstmal vollkommen aus, was wir hier haben. Ja, guck an, da kommen sie doch schon. Da kam schon Nummer 1. Und ja, ich habe mich noch ein bisschen ausgetobt, habe nochmal gegen Loks gekämpft. Weil das Fleisch muss ja für irgendwas gut sein und warum dann nicht einfach schon mal ein bisschen was auf Vorrat haben? Mhm. Müsste man ja... Was? Okay. Oh, hier. Da ist er. So. Wir müssten ja auch gleich da sein. Ja, also ganz chillig, easy. Gehen wir da jetzt noch ganz gemütlich hin. Wenn es geht, ohne angegriffen zu werden, weil die Viecher machen das Portal Two-Hit. Die haben es echt ganz schön in sich. Ich glaube, da vorne an dem Stein... Was liegt denn hier rum? Schon wieder ein Grab von da... Co. Ja. Okay. Mehr kann ich jetzt aber auch nicht mit mir rumschleppen. Naja. Wir wissen ja jetzt, wo noch ein Grab ist mit Sachen drin von Darko. Das werden wir dann irgendwann mal holen gehen. Oder ich werde einen Darko beauftragen, das zu holen. Ha! Erwischt! Hat der mich von hinten eiskalt überrascht? Ich glaub, mir hackt's, ey. Eine Kiste hatten wir hier nicht mehr, oder? Doch, wir hatten... Lol, wir haben ja noch eine. Da würde ich jetzt mal ganz schnell Darko sein Zeug holen gehen, bevor wir durchs Portal gehen. Dann kann Darko sich das abholen, indem er einfach nur durchs Portal rennt. Ja. Wir haben zwar jetzt einen besseren Bogen, aber scheiß drauf.
Wir haben immer lieber was auf Vorrat, bevor wir mal wieder sterben und nichts haben. Also, das auf jeden Fall. Vor allem Kupfermesser. Das Essen, die Lederschnibbel, das Schild und der Rest kann eigentlich hier bleiben. Da wir eine bessere Rüstung haben. Aber trotzdem, was war denn das für ein Bogen? Edelbohrer, das war sogar noch ein guter. Da hat er sich extra nochmal einen guten hergestellt und dann, ja, lässt er den hier einfach rumgammeln. Das ist scheiße. Heißt nämlich, wenn er mal wieder stirbt und nichts hat, muss er, craftet er sich wieder einen neuen und das sind dann unsere Ressourcen, die, ja, sinnlos verschwendet sind. Muss ja nicht sein. Wenn ihr das genauso seht, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Das mit, das bleibt hier, das mit, das bleibt hier, das kommt mit, das bleibt hier. Das kommt auf alle Fälle mit. Und die Lederschnibbel bleiben hier. Genau. Jo, da wollen wir mal gucken, ob wir die Gerste anpflanzen können oder auch nicht, je nachdem. Aber den Wuffis geht's gut. Das ist noch nicht fertig. Hier haben wir das. Moltenberries waren hier. Gerste, 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 Gerste. Machen wir erst einmal dahin. Das Frostschutzmittel brauchen wir erst einmal nicht. Pfeile kommen erst einmal alle hier rein. Und wir brauchen ein Holz. So, wir können jetzt machen, Gerstenweinmischung, Feuerwiderstand. Oh, da brauchen wir wieder Moltenberries. Noch irgendwas, für was wir das brauchen? Nö. Okay, neues Bauobjekt. Gerste, wir können sie anpflanzen. Geil. Geil, 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 geil. Wird auch direkt gemacht. Also, no. Dass wir da vielleicht mal ein bisschen mehr rausbekommen. Okay. Bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. So, wir haben wieder ein paar Goldmünzen. Oh, wir sind reich, auf jeden Fall. Federn hatten wir auch eine. Das haben wir. Wir haben einen Goblin-Kopf. Und einen Wettstein. Wir haben sogar zwei Stück. Kann man die für irgendwas kann man konnte man die doch gebrauchen. Aber für was? Ich glaube dafür. Ja, gut. Also ist das erste Mal nichtig. Da hauen wir das bei den Steinen mit rein. Haben wir schon so einen Goblin-Kopf? Ich weiß das gar nicht. Warum sind hier unten die Nägel drin? Die gehören doch hier hoch. Ich weiß es nicht.
So, da gucken wir mal. So ein Köpfchen haben wir noch nicht. Da kommt ja der Drachenkopf hin. Dann kommt dort der Goblinkopf hin. Gott, sieht das dämlich aus. Die Ho bleibt wieder hier. Genau. Was hab ich jetzt noch im Gepäck? Holz. Holz, 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 Holz. Dahin. Und können wir noch irgendwas machen? Obsidian-Pfeil, Stechen 52. Okay. Ja, die macht nicht wirklich viel Damage, was ärgerlich ist. Aber die könnte man sich aufhängen. Hier das. Was braucht man noch dafür? Edelholz und Lederreste. Oh, stimmt. Ich mach die Harpune, scheiß drauf. Ich mach die Harpune. Dahin. Boah, sieht die geil aus. Wie viel Gewicht? Gewicht, Gewicht 1,5. Ja, gut. Cool. Oh, da werden wir ja bald mal auf Seeschlangenjagd gehen hier. Das ist fetzig. So, wir brauchen Honig. Wir brauchen diese Berries. Und wir brauchen gelbe Pilze. Mittlere Ausdauer. Ja. Ja. Der Gesunde war hier und Ausdauer sollte dann da unten rein, genau. Ausdauer kommt hier rein. Gift war hier oben. Und hier haben wir sogar noch Ausdauer mit. Schön. Ja, wir müssen warten, bis das Weizen nachgewachsen ist, damit wir... Oder die Gerste. Kann nicht in dieser Umgebung wachsen. Warum? Scheiße. Okay, da müssen wir unbedingt neue holen. Aber warum konnte die nicht wachsen? Hä? Ist gerade echt ein bisschen seltsam. Das verstehe ich jetzt halt mal überhaupt nicht. Hä? Naja.
das, das und das. Okay. Das noch. Das da. Das da. So, machen wir gleich Stufe 3, wie immer. Das da aufwerten. Das da aufwerten. Und den noch. Für das Schild brauchen wir noch Edelholz. Auch auf Stufe 3, bitte. So. Da haben wir das schon einmal. Und wir ziehen uns auch direkt wieder an. Wir haben auch nur noch 6 Eisen. Ja, gut, hat sich das auch erledigt. Da hat sich das auch erledigt. Oh, wir müssen unbedingt Kohle herstellen. Unbedingt. So, das Hammer. Na, nee. Gut, dann werden wir uns mal ganz kurz hinlegen, um auch die Öfen ein bisschen anzufeuern. Du bist nass, du darfst dich nicht nass ins Bett legen. Es gehört sich einfach nicht. Eisenpfeil. Bronze, Bronze, Feuerstein, Feuerstein. 27, 42, 32, 22. Was war das denn? So you are deaf, you look small or soft, tell Odin he may have... Was? Was? Egal. Egal, egal. Oh, man hört's. Die schmelzen, die rattern gerade durch. Tü-tü. Oh yeah. Mal wieder 39 plus was? 20? Nee. Mal wieder 44. Was brauchen denn sein Schwert? Mal ganz ehrlich, das will ich jetzt wissen. Ha! Drei Eisen und 20 Silber! Ja! Ich bin halt wirklich am überlegen, ob ich mir eins baue. Wie sieht denn das aus? Das sieht halt richtig geil aus. Ach, wisst ihr, was kommt? Wir machen vorher diesen hier.
Ich baue mir jetzt auch ein Silberschwert. Scheiß drauf. Ich will eins. Das macht ordentlich Damage. Dazu werde ich jetzt aber bestimmt noch Eisen farmen müssen. Wir haben nämlich nur 6 Stück. Das reicht tatsächlich für ein Schwert. War das jetzt das Holz oder das Holz? Das weiß ich gar nicht mehr. Ah, das normale. So. Und weil ich nicht weiß, für was die sind, wir stellen die einfach mal her. Okay. Okay. Okay, wir brauchen alles. Wir brauchen alles. Gut, aber das war's auch hier mit der Folge jetzt. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.